In dem Klangei geht es im Gegensatz zum Spiegelhaus um die Begriffe Qualität und Verschmelzung und Synthese. Schon von seiner Form her besitzt es die Einheit des Universums. Sobald wir in dem Ei sitzen, sind wir von der Außenwelt abgeschirmt. Dadurch können wir uns auf uns selbst konzentrieren. Zusätzlich lässt sich das Klangei als Farbraum nutzen. Das farbige Licht wirkt hierbei auf der Innenwand des Ellipsoids rein für sich, ohne ablenkende Gegenstände, als reine Qualität. Dabei wird eine eindrucksvolle optische Sensation erfahrbar. Im Gegensatz zur Kugel verfügt das Ellipsoid nicht über einen, sondern über zwei Brennpunkte, wodurch eine außergewöhnliche akustische Wahrnehmung erzeugt wird. Zwei Personen können sich im Klangei gegenüber sitzen und singen, sprechen oder pfeifen. Wenn sie sich in einem optimalen Abstand zu der Raumwand befinden, übertragen sich die Töne so, dass die Personen glauben, die Stimme des Gegenübers im eigenen Kopf zu hören. Alles, was in einem der Brennpunkte des Klangeis an Tönen erzeugt wird, bündelt sich im zweiten Brennpunkt und kehrt zum ersten zurück. Die Pole des Klangeis verschmelzen akustisch. Es kommt zu einer Synthese. Dadurch entsteht eine Art unsichtbare Verbindung zwischen den beiden Personen. Wenn die Töne darüber hinaus noch zueinander passen, entwickelt sich sogar manchmal eine wunderschöne Harmonie.